Das Wort hat der Kollege Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Woche für Woche nervt die AfD mit ihren Atomfantastereien und behauptet, Kompetenz zu besitzen. Nun ja, in Ihrem Gesetzentwurf gibt es die Forderungen 1 bis 3. In Ihrem Änderungsantrag möchten Sie Nummer 3 streichen und Nummer 4 zu Nummer 3 machen. Sie können nicht einmal bis 4 zählen und wollen Kompetenz bei Atomkraft besitzen. Übrigens, die AfD wollte in dem Punkt, den Punkt wohl streichen, dass sie den Atomkraftwerken für 20 Jahre lang Gewinngarantien geben wollte, ohne Gegenleistung. Das ist unverschämt. Jetzt komme ich als Techniker mal zu den harten Fakten. Die Brennstäbe der deutschen AKWs sind aufgebraucht. Die Bestellzeit für neue beträgt 18 Monate. Wichtige Wartung und Revision der AKWs wurden nicht durchgeführt. Sie sind auf dem technischen Stand der 80er Jahre. Die Lieferketten für Ersatzteile sind gerissen. Atomkraftwerke sind teuer. Mit über 150 Milliarden Euro wurden deutsche AKWs gepampert. Das neue Atomkraftwerk Hinkley Point C in England erhält über 30 Jahre mindestens 100 Milliarden Euro Subvention. Da sind Wind- und Solarstrom echte Schnäppchen. Für den Atommüll zahlen die Steuerzahlerinnen schon heute jährlich über 1 Milliarde Euro. Und laut Atomlobby passiert nur alle 10.000 Betriebsjahre ein schwerer Unfall. Bei 400 Reaktoren, also alle 25 Jahre, ein Super-GAU. Das stimmt. Harrisburg, Fukushima, Tschernobyl. Der nächste GAU wird kommen und das Leben und die Gesundheit von Millionen gefährden. Deshalb fordert DIE LINKE ein Ende der Atomkraftwerke. Wir fordern, dass der Bundestag endlich Mittel für Energiespeicher bereitstellt, dass die Abzocke bei Energie an Tankstellen, bei Gas und Strom beendet wird. Nutzen wir die Zeit im Parlament für ein Energiesystem, das bezahlbar, flexibel und erneuerbar ist. Wir arbeiten an Lösungen. Die AfD pflegt ihre Atomideologie. Vielen Dank. Die Reden der Kollegen Marc Helfrich für die Unionsfraktion und Jakob